Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Map Felsbrunnen, nämlich unserem Winzerprojekt. Ja, wir sind immer noch im ersten Jahr, sind jetzt im Dezember angekommen. Wie ihr seht, es schneit ein bisschen. Ich habe jetzt noch zwei Aufträge angenommen. Mehr ist hier nicht zu tun. Es wird auf dieser Karte auch nicht wirklich, zumindest habe ich mir das so gedacht, irgendwelche Tiere geben, und deswegen ja, werden wir hier vermutlich ganz normal nur von der Landwirtschaft her leben. Wir haben hier Fenster offen, das ist natürlich jetzt ein bisschen schäbig, aber das macht nichts. Und ja, haben also jetzt hier, wie gesagt, Kritikale schon angebaut, habe jetzt auch rausgefunden, was das sein soll. Das ist nämlich ein Mix aus, glaube ich, Roggen und Weizen. Und wir werden nebenbei jetzt nochmal pflügen und sozusagen beide Aufträge erledigen. Wir müssen mal gucken, grubbern ist Feld 11. Also müssen wir mal gucken, wo Feld 11 ist, und schicken erstmal hier unseren Fendt hin, damit wir dann gleichzeitig gucken können, grubbern ist Feld 11. Ach, das ist ja hier direkt neben uns, wenn man so will. Da brauchen wir den gar nicht hinschicken, dann können wir selber hinfahren. Genau, und dann werden wir hier auch weiter nichts zu tun haben. Das heißt, es wird jetzt hier eine kleine Lona-Folge werden. Und dann werden wir schauen, dass wir im nächsten Jahr endlich die Weinreben anbauen können. Ja, und dann wird es losgehen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Equipment. Und dann wird die hoffentlich große Weinrebenernte im nächsten Jahr beginnen. So, gucken wir mal. Wir haben hier den Koalin 9, glaube ich, grober. Und lassen ihn dann jetzt hier mal losfahren. So, was haben wir hier noch im Angebot? Unserem Fendt. Genau, wir werden den mal... Wo muss denn der hin? Der muss hin. Feld 29. Wo ist Feld 29? Kenne mich ja leider noch nicht so doll aus. Ach, das ist gar nicht weit weg, auch in der Nähe von uns. Wir stehen da. Wir fahren also eigentlich bloß geradeaus runter zu den... zu der Straße und dann nach links. So. Genau, ab also jetzt hier Ackergras zweimal drauf. Links und rechts, glaube ich, ist jeweils Ackergras drauf. Auch das wird ja, habe ich mich belesen, eigentlich rein zur, als Zwischenfrucht genutzt oder eben auch vor allen Dingen für Vieh, um die Vieh, also um das Vieh zu ernähren mit Ackergras. Das ist so der Hintergrund. Finde ich cool, dass das hier so ein bisschen in der Map, wie gesagt, Einklang gefunden hat oder in der Map integriert wurde. Das gilt nämlich genauso auch für Tritikale, Dinkel und Hirse. Das sind also, wie gesagt, nochmal vier neue Fruchtsorten, die durchaus Sinn ergeben. Und hier ist doch schon geflügt worden, oder? Jetzt aber... Ah, das ist der falsche Feld. Fast aufs... Ach, oh, ein Glück. Lass mal schnell vom Nachbarn jedes Feld... Genau, das hat sich jetzt hier echt komisch. So. Oh, okay. Haben wir echt schon so ein bisschen... echt schon so ein bisschen zu kämpfen. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, eine echt coole Map. Eins ist der Manko, wie gesagt, ist, dass der Autopilot oder der, ja, dass das der KI eben nicht in der Lage ist, sag ich mal, da hinten zu den Bergen hochzufahren. Das ist ein bisschen doof. Ja, ich weiß nicht, ob man das kann, vielleicht nochmal mit einem Update beheben, aber dass der natürlich das Feld da hinten nicht findet. Ja, ist ein bisschen nervig, gerade wenn man da auch Aufträge annimmt. Ja. Wenn man natürlich aufpasst und jetzt nicht wirklich groß Auftragsbearbeitungen da macht, mag das bestimmt gehen. Aber wer eben gerne auch noch ein paar Lohnaufträge macht und dann Pech hat, wenn man die Felder 1 bis 5 erwischt, der muss dann natürlich damit leben. So, wir haben hier aber tatsächlich ein bisschen zu tun. Wir werden mal den auf Autopilot setzen. Und nochmal eine Unterstützung holen. Wir haben nämlich jetzt hier nochmal ein bisschen Zuwachs bekommen. So, hier geht dann los. Der Scheibenwischer flippt hier immer vollkommen aus.
Ja, mal ein Case. Wie ihr seht, ich habe jetzt auch schon mein Gebiet hier umzäunt, habe also so ein bisschen die Farm schon nochmal bearbeitet, habe nochmal versucht hier ja, ein bisschen das zu verschönern, auch darzustellen, dass es wirklich eine Farm ist. Aber mal gucken, ob da noch ein bisschen was passiert. Wird also jetzt keine monstermäßig große Farm, das ist aber auch gar nicht der Sinn dahinter. Wie gesagt, ich will auch gar nicht Viehzucht eigentlich starten, sondern ich will hier Wein anbauen. Und das, ja, werden wir hoffentlich dann, man startet ja, man kann ja leider den Startzeitpunkt nicht ausfinden. Ja, ich hätte gerne mal einen Startzeitpunkt ausgewählt, dass man einfach auch Wein schon mal anbauen kann und schon im ersten Jahr ernten kann. Es gibt aber, wie gesagt, auch keine vorgefertigten Felder, die bereits Wein drauf hatten, sondern vielmehr müssten wir uns dann, oder müssen wir das dann selbst kaufen. Das kostet auch jede Menge Geld. Das ist jetzt auch nicht das Problem, wie gesagt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ercheatet ist, aber um eben so eine Session hier nicht komplett von vorne zu beginnen und da irgendwie erstmal riesen lange Zeit zu investieren, bis man da hinkommt, haben wir hier eben die Subvention genutzt. Finde ich aber an sich okay und ja, ist eben auf dem PC, kannst du das noch ein bisschen besser einstellen, das ist mir auch klar, aber jetzt hier, um uns dann entsprechend mit dem Equipment zu versorgen, und einfach das nochmal, bevor der LS25 kommt, den ich im Übrigen auch schon vorbestellt habe, nochmal die Chance hier im LS22 ein bisschen ja, Action zu haben und eine Frucht zu erleben, die ich bisher im gesamten Spiel noch nicht wirklich viel beackert und bearbeitet habe. Ja. So, wir haben also das Feld hier. Wo ist dann eigentlich der Traktor hin? Müsste uns ja dann da oben gleich entgegenkommen. Und das Feld müsste eigentlich auch gleich so von der Art schon abgeschlossen sein. So. Na, das hat doch eigentlich hier ganz gut geklappt, bis auf eine Reihe. Die kann der dann noch machen. Haben wir das doch hier, glaube ich, das ist ein bisschen breit gewesen, oder? Nee, hat tatsächlich geklappt. Die Post kommt hoch. So, wunderbar. So, der Scheinwischer, wie gesagt, flippt vollkommen aus. Das ist hier so ein bisschen strange bei dem Feld, bei dem Schlepper. So, ja genau. Wir müssten eigentlich dann danach auch nochmal zusehen, dass wir unsere anderen Felder ein bisschen düngen, um da maximale Stufe rauszuholen. Aber wie gesagt, die Ackergras ist nur als Zwischenfrucht. Guck mal, hier steht ja so ein Schneemann. Den habe ich da nicht hingebaut. Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, ich habe jetzt hier das andere Feld daneben noch gekauft, habe hier zwei Hallen nebeneinander gestellt und mal gucken, wir werden mal jetzt hier ein bisschen Equipment verstauen, dass das nicht so komisch aussieht. Genau, und dann ist, sage ich mal, die Farm fürs nächste Jahr gut vorbereitet. Und da wollen wir dann, wie gesagt, loslegen mit ja. Oh, Licht vergessen anzumachen. Auch so mal natürlich. Ja, und da soll es dann mit diversen anderen Dingen losgehen. Ja, wir wollen also schön ernten. Wir wollen Wein anbauen in Massen. Ich hoffe, dass ich dann vieles in Massen auch selbst bewirtschaften kann. So, ja, grobert noch fleißig. So, dann können wir ihn jetzt hier auch runterholen und können nebenbei mal den Auftrag abschließen. Ja, also wie gesagt, die Map an sich bietet ja viel Potenzial. Wir haben eben also hier auch ein Riesenfeld, wo Dinkel angebaut ist. Ich will die Bienenfelder, glaube ich, auch nochmal irgendwann haben, wo wir dann wahrscheinlich Hirse oder sowas anbauen werden. Mal gucken. Was können wir dann überhaupt machen? Wir können auch nicht viel ernten, können wir tatsächlich das ganze Jahr lang. Gras und sowas. Das ist ja fast schon irre, weil es, glaube ich, standardmäßig gar nicht geht. Ja, aber wie gesagt, wir wollen also, was sollen wir machen hier? Wir brauchen Trauben, die kann man im März anbauen. Und wir brauchen
Eigentlich, wo ist es denn? Sorghumhirse, das kann man dann im April anbauen. Also ja, im März geht es dann los. Da werden wir ein bisschen was anbauen müssen. So, wir müssen aber nebenbei noch den Auftrag dann abschließen. Dann haben wir den auch erledigt. Gibt jetzt nicht die Welt 1000 Euro. Ist lachhaft. Aber wie gesagt, mir geht es dabei eher um den Hintergrund, dass ich gerne noch irgendwie die 50 Aufträge abschließen will, um dann die Trophäe zu erhalten. Das wäre mir noch ein Ziel an der Stelle. So, werden wir mal den Traktor hier auch schnell noch verstauen in der Halle. Und gucken dann mal. Entschuldigung. Und dass wir auch wieder Licht vergessen. So, gucken dann mal, das war hier vielleicht. Naja, Grubert fleißig natürlich mit den Gruber. Dauert es ein bisschen. Da können wir noch ein bisschen unterstützen mit. Wo ist er denn? Ja, weil zwar eine Scheibenegge drin, aber das müsste ja an sich den gleichen Effekt haben. Dann gucken wir mal, ob wir das machen können. So. Das Teil ist ja nach wie vor einer meiner Lieblinge hier, der Case. So, genau, ab zur Hilfe. Und dann ist das erstmal ein bisschen vorbereitet hier alles, würde ich sagen. Ja, bin auch wirklich schon auf den neuen LS gespannt. Man erfährt ja immer mehr Informationen. Ja, gerade von der vom dynamischen Boden oder Bodenverdichtung über Spurrillen, über was gibt es da noch? Über ja, selbst Regentropfen und so weiter. Da bin ich echt gespannt, was uns denn da so erwarten wird. Falls ihr da genauso gespannt seid, lasst gerne eure ja. Was ihr darüber denkt, mal da. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich da natürlich schon wie wild und verrückt drauf, dass man da ja, eine schöne Zeit erleben wird mit Jungtieren und so weiter und so fort. Also auch das alles ja noch ein bisschen neu. Bin mal gespannt, wie der Nebel sich auswirkt. Bin mal gespannt, wie generell die Performance läuft. Bin auch gespannt, wie lange es dauert, bis die ersten coolen Traktoren und Maps mit bei sind, bis es vielleicht doch noch mal irgendwelche geilen Sachen gibt, die vor allen Dingen auch auf der Konsole umgesetzt werden. Wie gesagt, wir spielen hier auf der Konsole und das wird auch dann beim LS25 der Fall sein. Und dann schauen wir einfach mal, was uns alles dort erwartet. Ich bin, wie gesagt, mega gespannt. Und kann nur hoffen, dass es dann wirklich jede Menge Spaß bringt. Was mich nicht so reizt, ist natürlich die japanische Map, weil ich grundsätzlich auch nicht unbedingt so der Landwirtschaftsfan aus Japan bin. Aber so, Helfer A wird blockiert, das soll er nicht, genau. So, kann er da jetzt erstmal loslegen. Jetzt hat er jetzt hier noch ein Gott vergessen. Nö, ist wirklich Abschluss. Das hat ja gepasst wie eine 1 auf jeden Fall. Wir fahren einfach noch mal hinterher, gucken wir noch mal durch. Dann haben wir nicht so was Sinnvolles hier gemacht. Ja, also auch das wirklich eine coole Sache. Ich bin echt gespannt, ob das alles klappt, ob der Download gut klappt, dann ob wie gesagt, die Performance klappt. Gucken wir mal wieder auch so ja, Videos, so die Neuigkeiten, die es da so gibt. Wie gesagt, bestimmte Sachen. Vielleicht gibt es auch gute, also was mit dem NPC, was ist mit Händlern, was ist mit ja, Aufträgen, was ist mit einer kleinen Story vielleicht. Da alles so Dinge, was ist, also ich glaube, andere Farmer, die jetzt hier so, also vom NPC gesteuert werden, wird es glaube ich nicht geben. Die Standards-Maps, na mal gucken, wie die europäische und die US-Map werden. Auch da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil die Standard-Dinger meistens jetzt nicht so den großen Spielspaß gebracht haben. Aber
macht er denn jetzt? Ja, kann stoppen. So. Ja, das muss man sich dann einfach. Das muss man sich dann einfach angucken. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich freue mich drauf. Freut ihr euch auch drauf? Habt ihr vielleicht, wenn ihr Bock habt, hier einen Kommentar dazu lassen, das Spiel auch schon vorbestellt, dann könnt ihr mich gerne darüber informieren. Ich, ja, wie gesagt, denke, dass wir dann hier jede Menge Videos sehen werden, jede Menge Spaß haben werden. Freue mich dann natürlich auch auf die ersten Mods, die es gibt, und werde dann mal gucken, dass wir das dann gut verwenden können. So, wir klappen hier noch alles ein, bringen die ganze Chose wieder zurück zur Farm und dann haben wir das hier eigentlich auch schon geschafft für heute. So, wie gesagt, das Coole war, dass die Aufträge direkt an unserer Farm lagen. So, hier haben wir die Kahle gesät, das ist so unser Testfeld, um mal ein bisschen rauszufinden, ein bisschen zu testen, wie so manche Sorten funktionieren. Braucht man natürlich langfristig nicht mehr. Aber ist trotzdem, glaube ich, eine coole Möglichkeit. Dann habe ich mich hier für die Pflastersteine auf dem Boden entschieden. Und ja, das müssen wir hier auch mal alles noch ein bisschen sortieren. Das ist natürlich alles jetzt. So, ein bisschen toll. Ein bisschen was vorbereitet hierfür. Die Dings habe ich dann schon. So, das haben wir hier auch. Wenn wir gleich nochmal losfahren. Rückfenster lassen wir offen. Heizung war volle Pulle. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und können uns dann wirklich den nächsten Monaten den Weinanbau widmen. Beziehungsweise Ackergras, vielleicht auch nochmal mit einer neuen Gerätschaft ein bisschen Gras ernten. Ich will eigentlich, wie gesagt, auch nicht die riesen Mähtechnik und sowas hier holen. Aber ich denke mal so ein Big M oder so. Sollte dafür ganz gut sein. Und nochmal irgendwas, um das aufzuladen. Und dann geht das eigentlich gut durch. Ja. So. Ja, vielleicht nochmal für euch kurz der Draufblick auf die derzeitige Situation. Das heißt, wir haben hier Triticale angesät. Wir haben hier, glaube ich, Ackergras. Wir haben hier Ackergras. Wir haben hier Ölrettich als Zwischenfrucht, weil das auch ein Feld werden wird, wo wir irgendwas anderes anbauen. Und das war das Feld, was wir gerade beackert haben. Die beiden Felder hier werden wir dann zusammenlegen, werden ein größeres Feld draus machen und werden dann da, sei denn, da stehen jetzt hier Bäume, nee. Und werden dann hier was anderes machen. Hier haben wir unseren Dinkel drauf, der ist jetzt auch schon gedüngt worden. Auch das nochmal. Und das ist hier so die Farm von oben. Das heißt, wir haben hier unseren kleinen Hof. Zwei Hallen, hier hinten so ein bisschen Möglichkeiten, eben mal schnell Dünger und sowas zu kaufen, dass man da nicht immer erst irgendwo hinfahren muss. Unser Silo, ob das da jetzt so stehen bleiben kann, weiß ich nicht. Das ist jetzt einfach nur integriert worden. Und ja, hier eine kleine Waschstation, habe ich noch nicht ausprobiert. Hier noch ein paar Solarpaneele, ja, um da auch so ein bisschen gut durchzukommen. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. So, wir speichern, das passiert automatisch, und schließen noch den Auftrag ab. Und können eigentlich direkt in den nächsten Monat springen. Das können wir zusammen noch machen und dann soll es das auch für die Folge gewesen sein. Dann gucken wir mal, was uns im Januar so erwartet, ob hier jetzt riesig doll Schnee liegt. Ob wir hier schon nochmal irgendwie Aufträge haben, die wir annehmen können. Ja. Und dann werden wir uns in den nächsten Folgen in die Ackerbearbeitung stürzen. Sehen wir die verrückten Einnahmengebäude. 3 Millionen? Nee, 300.000 oder was? Weiß ich, da stimmt irgendwas nicht. Aber wie auch immer, eigentlich hätte ich lesen. So, wir gucken mal ganz schnell. Aufträge gibt es grob an. Das werden wir mal nehmen. Genau. Sonst ist nicht viel los. Aber wie gesagt, wir sind jetzt im Januar. Da ist gar nichts los. Den groben Auftrag werden wir aber hier so im Hellen. Sieht das Ganze dann einfach auch nochmal ein bisschen schöner aus. Der Dinkel. Boah. Triticale. Ja.
Ackergras, ich habe noch nicht gesehen, wie Ackergras vollständig aussehen wird. Ja, werden wir mal sehen. Ölrettich, glaube ich, bleibt ja bei der Form hier. Das wird dann einfach untergegrubbert und dann neu gesät. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wo wir auch dann auf der Map, sage ich mal, unsere ja, ganzen Plantagen machen. Also ich vermute mal, es wird, die Bienen werden es nicht werden. Vielleicht sogar eins von denen hier. Also dass wir die 18 nehmen. Und auch die 19 ist ja teilweise noch Hof, dass wir da die Plantagen machen. Hier drüben ist ja Hirse, Quatsch, Dinkel angesät. Und ob wir dann vielleicht nochmal das Ding hier nehmen, die 11, um da auch nochmal Plantagen zu machen. Mal gucken. Wir werden mal sehen, wie auch immer das dann so ist. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ja, freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit reinschaltet und sage Tschüssikowski, bis dahin, euer Kinki.